Hallo zusammen, es ist der 10. Geburtstag der Finanzkrise. Etwas, wo nicht alle ein Lächeln auf den Lippen behalten können, aber andere jedoch diesen Tag für sich als größtes Highlight ihrer finanziellen Karriere feiern. Woran liegt das? Nun ja, man hat festgestellt, dass die Finanzkrise natürlich für den einen oder anderen einen durchschlagenden Effekt hatte, einen Effekt, der ja wirklich große Summen an Kapital kurzfristig verbannt hat. Allerdings sehen wir auch, dass viele Menschen es geschafft haben, in genau dieser Zeit extreme Wertsteigerungen zu erzielen. Nicht etwa durch die Kursverluste in dieser Phase, sicherlich auch einige, weil sie in diesem Moment schon auf fallende Märkte gesetzt haben, sondern viel relevanter sind die vielen Boomjahre seitdem. Tatsächlich sind seit Ende 2009 die Märkte wieder am Wachsen gewesen und die meisten Investoren, die weiterhin investiert blieben, haben ihr Kapital oftmals mehrfach verdoppelt. Nun, so viel konnte man in einer Krise nicht verlieren, wie viele daraufhin gewonnen haben. Und die Renditen unterm Strich sind atemberaubend, wenn man sich ab diesem Zeitpunkt in ein, zwei gute Aktienfonds zum Beispiel platziert hat. Nun, warum ist das ganze Thema so spannend? Denn eine besondere Zielgruppe hat in großem Stile diese Aufholphase verpasst. Und das sind alle die Menschen, die in der Zeit der Finanzkrise im sogenannten prägenden Alter sind, also so zwischen 16 und 25 Jahre alt. Die Phase, wo man sich langsam von dem Gedankengut des Elternhauses abkoppelt, nicht mehr so stark prägt, was Vater und Mutter für einen Beruf hatten und wie sie über die Welt und über Finanzen nachgedacht haben, sondern man das erste Mal den Markt selber erlebt, Nachrichten für sich selber interpretiert, weil man oftmals in eine neue Umgebung in seinem Leben gerät. Tatsächlich müssen wir mal auf diese Zielgruppe schauen, die Richtung Ende 80er, Anfang 90er Jahre geboren sind, die sogenannten Millennials. Die Millennials hatten genau zu Zeiten der Finanzkrise ihre prägenden Jahre. Und wenn sie vorher nicht investiert hatten und nicht eine positive Erfahrung mit der Börse hatten und dann die Finanzkrise erlebt haben, ist statistisch gesehen das Interesse an Aktien daraufhin natürlich deutlich gesunken. Die prägenden Jahre sorgen dafür, dass sich solche harten Events wie eine Finanzkrise noch deutlicher und stärker in unserem Gehirn verankert und wir daraufhin unsere Entscheidung unser ganzes Leben lang daraufhin treffen wollen. Man sieht, dass die Menschen, die kurz vor der Krise sogar investiert hatten, die also eine Aufwärtsphase vorher erlebt haben und dann weiter dabei blieben, zu einer Wahrscheinlichkeit von 100% mehr, also doppelt so viel, investieren wie andere Menschen, die die Finanzkrise als erstes finanzielles Event erlebt haben. Dementsprechend bleibt auch nur ein Schluss übrig. Wir dürfen zu keinem Zeitpunkt verpassen zu investieren und sollten immer den richtigen Zeitpunkt wählen. Und der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt. Denn nur eine positive Erfahrung und nur eine Erfahrung an der Börse kann verhindern, dass wir Aufwärtsphasen nach einer Krise, die eventuell irgendwann mal kommen kann, vermeiden können. Wer investiert, wird eventuell schwere Zeiten erleben, aber wird dementsprechend auch Aufwärtsphasen nicht verpassen. Sagt mir, ob ihr zur Zeit einer Finanzkrise investiert wart. In den Kommentaren würde mich sehr interessieren, wie ihr das für euch erlebt habt, ob das eher ein kritischer Moment war oder ob ihr auch danach eine super Rendite gemacht habt. Lasst mir einen Daumen da, wenn diese kleinen Fakten für euch interessant sind, und freut euch auf weiteren Inhalt und abonniert mich. Vielen Dank, bis bald, euer Gero.